Okay. Kleiner Teich. Aber nur ein kleiner. Ein kleiner, aber feiner. Baba ist you and open. Also ich bin der Öffner. Flag, Key. Ja, stimmt. Da ist der Flag und da ist der Key. Mitten ist noch Win. Water is stop and shut. Das heißt, Baba kann Wasser öffnen, aber dann stirbt er natürlich. Die Zahnräder sind nicht programmiert, die sind nur Hintergrund. Das hier ist Wand? Nee, ist aber nur Deko, okay. Das kann ich ja nicht hinschieben. Das kann ich alles nicht wegschieben. Das kann ich wegschieben, aber das hilft mir nicht. Das wollen wir wahrscheinlich nicht, schätze ich. Das hilft nicht. Ich kann das doch so machen. Dann kann ich das Open wegschieben, was ich gerade nicht brauche. Baba ist... Also Flag ist wahrscheinlich Win. Das ist jetzt gerade wahrscheinlich nicht so wichtig. Also, ich kann ja machen... Key is you. Und Open. Aber dann sterbe ich trotzdem. Just a moment. Key and Baba is you. Ja. Das ist schon mal nicht so verkehrt. Jetzt muss ich nur mich richtig positionieren dafür. Wie positioniere ich mich dafür richtig? Wo will ich dafür... Wo will der Key dafür stehen? Den kriege ich jetzt auch nicht mehr weg. Doch, kriege ich. Nee, kriege ich nicht. Doch, kriege ich. Nee, kriege ich nicht. just let me... Take a moment, guys. Please let me have a look at this before you judge. You are not allowed to judge now. I do not accept judging. Hä? Warum ist Open nicht mehr aktiv? Jetzt. Aber Flag and Baba is you. Key is open. Das ist etwas, was ich machen kann. Jetzt bin ich aber nicht mehr der Key und kann ich auch nicht mehr steuern. Ich kann... Nee. Also, ich weiß auf jeden Fall, dass mein Ziel es ist, sowohl Baba als auch etwas anderes, einen von den beiden hier zu steuern. Einer läuft dann hier rein, Baba holt sich das Win dann raus, macht dann ein anderes Objekt von den beiden, ist Win und tada! Das ist auf jeden Fall das, was ich tun muss. Ich glaube, es ist egal, ob Key oder Flag den Job macht. Ich kann ja jeweils das andere dann als Win setzen. Ich guck das nach. Das ist mir zu schwer. Ich verstehe es nicht. Okay, ich habe es jetzt mal nachgeschaut. Das ist nämlich echt ein bisschen zu schwierig für mich. Und zwar, was man tun soll, ist, dass wir so ähnlich aufbauen wie jetzt bei mir. Und zwar, was wir tun werden, ist, die Flagge zu einem Key zu machen. Weil damit haben wir nur zwei verschiedene Entities. Jetzt haben wir nur den Baba und halt zwei Keys, wo wir einen jeweils davon zerstören können. Was wir jetzt tun, ist uns in einen Key beide Keys verwandeln und dann einen benutzen, um aufzumachen. Dadurch sind wir noch ein weiterer. So. So. Jetzt haben wir das auf. Das können wir jetzt hier raus... Ups. Können wir jetzt hier rausholen. Und was wir jetzt tun... Das jetzt mal hier runterschieben. Flag brauchen wir nicht mehr. Das ist nicht mehr wichtig. And win? Ja! Einfach so, einfach und win. Ei, ei, ei.
Eventuell wird es ja auch in zwei Parts geteilt. Wenn ja, dann hier ein Outro oder so. Vielleicht habe ich es auch vorher irgendwie gemacht oder so. Keine Ahnung. Ansonsten, ja, ich schätze, ich muss jetzt das Level machen. Kleine Insel. Extra 3. Bitte, nein, es ist das gleiche Level. Oh, nein. Was ist anders? Ich sehe was anders. Das ist das Einzige, was sie geändert haben, ist, dass es hier keinen Eingang mehr gibt. Die haben diesen Teil hier hinzugefügt. Die sind doch so gemein. Die haben doch nicht mehr alle. Die haben doch nicht mehr alle, Junge. Ja, theoretisch können wir jetzt hier aufmachen. Aber dann müssen wir auch noch hier aufmachen. Und das geht nicht. Wir können nur eins aufmachen jeweils. Deshalb ist meine Überlegung, vielleicht das hier aufzumachen, damit wir da unten mit dem Ding da interagieren können. Moment, das geht glaube ich trotzdem. Und zwar indem wir von hier aufmachen. Dann können wir nämlich hier noch was reinschmuggeln. Denke ich? Zumindest? A winner is you, win is you. Geht das? Nee, geht überhaupt nicht. Boah. What the hell? Ich glaube, die müssen es gleichzeitig aufmachen und gleichzeitig oben den Code verändern, dass ich wieder Baba spiele. Das ist jetzt das Einzige, was mir einfallen würde. Okay, ich glaube, am realistischsten ist es, wenn ich oben Mitte aufmache. Von dort aus. Am besten, ich krieg einen von denen hier stuck. Naja, okay, ich kann das hier machen. Ich habe aber das Gefühl, dass ich es schon versäumt habe. So. Jetzt hier oben zurück ändern auf ich bin Baba. Und dann wäre halt meine Idee Baba is you and win. Mir fällt nur gerade auf, dass ich das da viel zu weit nach oben geschoben habe. Das muss ich noch kurz ändern. Oh! Wenn ich beide auf einen Slot bringe, dann geht das dann nicht. Das ist natürlich sehr gut. Jetzt ändern wir das so. Baba is you. Ja, und weiter? Ich dachte, vielleicht schiebe ich das da rechts hin und dann ist das you and win, aber mir fällt gerade auf, dass das auch nicht funktioniert. Ich hasse es. Ich schaue es nach. Das war mein bester Versuch. Mir fällt sonst nichts mehr ein. Okay, die Lösung ist richtig, richtig krass smart. Wir müssen erstmal hier die Seite öffnen. Ja. Dann ändern wir es zurück, dass wir Baba sind. Und was wir dann machen... was wir dann machen, ist das... And. Das, und das Open da reinschieben. Dann schieben wir das Wort Key hier runter und dann haben wir Key is open and win. Boah. Ich hoffe, es stört nicht, dass ich manche Sachen nachschaue. Ich will halt nicht hier pro Level eine halbe Stunde sitzen. Das tue ich in manchen Level sowieso schon. Also, ja. Forschungslabor. 3 Level haben wir noch, dann sind wir durch hier. Ich glaube, dann mache ich wirklich einen Zweiteiler draus. Ich glaube, dann mache ich jede Welt einen Zweiteiler. Beobachten. Space beobachten. Verstehe ich nicht ganz. Erstmal gucken, was wir alles haben. Wir haben Baba is you. Wo ist Baba? Baba ist hier. Skull is hot. Keke is defeat. Ey, Keke, was soll das? Unten haben wir einen Win. Wall is stop. Da haben wir noch ein Defeat, was wir nehmen könnten.
Bolt ist Push und Move. Also dieser Blitz hier. Bolt ist aber auch Melt. Okay. Ja, okay, also ich kann mich hier softlocken. Das bringt aber irgendwie nichts. Den kann ich hier nicht durchkriegen. Was bedeutet denn beobachten? Was macht das? Wenn ich nichts drücke, dann sind die Zahnräder am Stillstehen. Wenn ich jetzt Space gedrückt halte, dann drehen die sich. Wahrscheinlich läuft dann die Zeit weiter. Ja, die drehen sich immer ein Stück, wenn ich mich bewege. Okay, das lässt mich denken, dass ich einfach nur irgendwas Bestimmtes machen muss. Einfach Space und dann zugucken, was passiert, weil dann irgendwas passiert. Alles nach dem anderen. Oder wie alles nach einer Reihenfolge oder sowas. Ja. Mein Problem ist hier, ich will da runter, damit ich das Win wegbekommen kann. Geht aber nicht. Noch nicht. Was ich stattdessen machen kann? Also Bolt ist Meld und Keke ist Defeat, bleibt für immer. Das kriege ich nie weg. Das ist so. Aha! So ist das gemeint. Okay, wir wollen den Bolt nach da oben pushen, dass er hier in die Richtung schaut. Dann moven wir ihn. Jetzt bewegt er sich automatisch. Okay, das war der falsche Ort. Vielleicht soll er dann stattdessen hier hin. In die Richtung schauen. Und sich dann moven. Nee. Ich denke nicht. Könnte er denn dann lang? Warte, wo war hier das Problem? Ah, doch, doch, doch. Das ist so, das ist so. Denn... Das ist mir egal. Ich gehe jetzt hier durch. Mache Skull is Defeat. Dann Space. Er geht da durch. Skull ist nicht mehr Defeat. Ich gehe jetzt hier durch. Hole mir den Win. Ja, kommen wir wieder zurück, Brody. Brody, Bro. Und jetzt Bolt is Win. Wenn das stimmt, dann war das Level doch nicht so schwer. Let's go. Okay, zwei Level noch. Nein, doch nicht. 6, aber es gibt doch keinen 4 und 5. Oder warte, kommt jetzt hier nach den beiden 4 und 5? Oh nein. Kabellose Verbindung. LAN. Noch mehr bitte? Pipe is stop. Baba is you, flag is flag, lol. Bock is defeat. Und da rechts haben wir nochmal flag, rock and win. Hier haben wir nochmal Kork is stop. Was ist denn Bock? Ich glaube Bock ist so dieses eklige, flüssige Ding da. Robert is push. Ah, wieso muss das Spiel so kompliziert sein? Warum? Ah, warum ist das Spiel so schwer? Ah. Ja, okay. Moment. Genau, geh du mal in die Richtung. Jetzt, ja. Da kann er nämlich durch. Jetzt sagen wir... Stopp, leider zu spät. Ich muss nochmal moven lassen. I like to move him. Let's move him. Eins zu früh. So, stopp. Erst stopp. Ich kann mich nicht verändern. Also ich bleibe Baba. Flagge bleibt Flagge. Bock wird Defeat bleiben und Pipe wird Stop bleiben. Das geht nicht anders. Kork ist Stop and... Move?
Na okay, dann hilft halt das Stop nicht, ne? Das bringt dann gar nicht, das Stop. Maybe push and move. Nee? Das Ding ist Stop, ist push. Pushen wir hier vorne hin, damit der Roboter sich gleich ab hier schon wieder umdreht. Ist das richtig so? Ist das so wichtig, richtig, wichtig? Keine Ahnung. Jetzt move der Roboter. Leider move der in die komplett falsche Richtung. Aber das kann ich leider nicht verhindern. Ah. Nee. Doch. Nee, doch. Moment, ich habe eine andere Idee. Was ist, wenn wir hier ein Is durchlaufen lassen? Irgendwer trägt ein Is dahin. Und hier trägt irgendwer ein And hin. Dann hätten wir gewonnen. Das bedeutet, als erstes das And, weil das brauche ich etwas weniger. Das ist weniger wichtig. Das heißt, das kann ich schon mal aufgeben direkt. Das kommt hier hin. Der Roboter, ne, mein Amazon-Lieferant, der move das da jetzt hin. Ja. Und stopp. Ah, eins vorher, stopp. Okay. Jetzt haben wir das Ding da. Das war erstmal so, dass es Push ist. Also weg mit dem Stop und rein mit dem Push. Das ist da unten, nehmen wir mal weg. Packen es hier hin. So. Das Zahnrad schiebt es dann dorthin. Ja. Und jetzt muss ich nur noch Move eingeben. So. Jetzt moved er sich. Und rein. Perfekt. Nein! Ich mache erstmal eine Spielpause. Okay, Spielpause vorbei. Schwaches Signal ist das vierte Extra-Level. Okay, das kennen wir ja schon, das ganze Prinzip hier. Flag ist Rock. And Ice ist Win. Macht das Sinn? Ich weiß es nicht. Also, doch, für mich macht das Sinn. Flag is rock. Er verwandelt sich zum Stein. And ice. Also, der Stein und das Eis. Obwohl hier kein Eis ist. Is win. Also, für mich macht das so Sinn. Deshalb. Oh Moment, wir haben zwei Ants. Flag and Rock and Ice is Win. Aha! So soll das. Okay, der muss hier stehen. Der muss da stehen. Ich muss wieder Move haben mit dem Robot hier. Den schieben wir mal hier hin. Und lassen ihn dann moven. I like to move it. Und stopp. Oh, jetzt sehe ich, wo das Problem ist. Weil ja, ich kann den hier theoretisch da jetzt nach da hinten bringen. Aber wer macht dann das Is-Eis? Nee, Is-Win dann rein. Wer macht das dann? Ich habe ja dann nichts und niemanden, der das macht. Ich probiere es jetzt trotzdem mal. Aber ich wüsste jetzt wirklich nicht, wie das gehen soll. Ich habe das Gefühl, das geht so gar nicht eigentlich. So, aber was ich eigentlich vorhatte, ist auf jeden Fall das hier. Nochmal ein bisschen zurückspulen. So, dass ich einen geraden Weg habe. Zack, stopp. Okay. Flag and Frog and Ice.
obwohl es kein Eis gibt. Jetzt fehlt nur noch das Is. Ja, wir unten haben wir ein Is. Und das müssen wir rüberbringen. Wie kriegen wir das dort rüber? Ah, warte mal. Ich hab's gerade gesehen. Ich kann die ganzen Wörter nach und nach schieben. Das muss ja alles keinen Sinn ergeben. Aber ich krieg das, glaube ich, insgesamt dann rüber, weil das auch lang genug ist, oder? Wie so ein langes Seil, was wir hier machen. Zack, oder? 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 Fast! So würde... Ah, es würde funktionieren, aber es fehlt ein Stück, ein so ein Ding. Ich weiß nicht, ob das so richtig ist, aber ich meine, es wäre so... Richtig? Okay, ich habe das Gefühl, ich muss das von unten nach oben angehen und nicht von oben nach unten. Kann das sein? Oder nee, warte, lass mal eins davon schon mal machen. Ne, das And hier oben. Dann nehmen wir jetzt den Robot. So. Zack. Dann nehmen wir hier das Push raus. Packen es zu dem Krug. Oder zu dem Zahnrad. Okay. Moment, nach ganz vorne muss das Is. Okay, würde das funktionieren? Ne, warte. Ich weiß es, glaube ich, jetzt. Und zwar müssen die beiden vertauscht sein. Und dann muss ich das rüberschieben alles. Das heißt... Ja? Nein. Nicht ganz. Fast. Der muss weiter nach da. Moment. Scheinbar ja nicht. Scheinbar doch nicht. Aber ich kann es trotzdem so machen. Würde es helfen, wenn ich beide zu einem Roboter mache? Hilft es? Dann ist das ja ein Wort, was ich nicht brauche. 7, 8. Ich brauche, glaube ich, 8 Teils, damit das Is dort hinkommt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8. Theoretisch. Ich push den einen da hier hin. Den anderen push ich mal. So, damit er mich jetzt nicht stört, den brauche ich nämlich nicht. So, und jetzt moved er das komplett nach drüben, kommt dann wieder zurück. Stopp. Ja, doch, stopp. Nee, warte. Muss mal ganz zurück machen. Beweg dich dann mal nur nach oben und unten, damit du mich jetzt nicht störst. Den brauche ich nämlich auf jeden Fall noch. So, stopp. Jetzt kann ich doch die beiden auch noch nach drüben bringen. Ist das so richtig? So, der eine kümmert sich um nach oben und unten lang latschen. Und der andere schiebt das so lange darüber, bis ich ihm Stopp sage. Nein, warte. Die müssen es gleichzeitig machen, merke ich gerade. Die müssen es gleichzeitig machen, glaube ich. Sprich... So. Und jetzt move. Und jetzt, wenn ihr es geschafft habt. Moment. Muss mir richtig positionieren. Ja! Okay. Da saß ich wirklich viel zu lang dran. Level 11. Gefängnis. Ja, so fühle ich mich hier manchmal. Baba is you. Oh, er ist nicht wirklich viel. Baba is you. Kicke. Push. Win, Wall Stop. Also wir haben wirklich einfach nur Baba ist hier und Wall Stop. Wir haben dann den Keke. Den können wir auch spielen. Keke ist you. Yeah, hi, ich bin Keke. Und jetzt bin ich wieder Baba. Lass mal gucken. Wir können das gleiche ist zweimal benutzen. Das bedeutet Keke ist Push können wir daraus machen.
Nur ist er jetzt leider mitten im Wort hier. Deshalb müssen wir ihn da etwas rausschieben. So. Was kann ich mit Keke machen? Ich muss da out of bounds kommen, damit ich Keke win machen kann. Ich muss hier irgendwie aus der Wand rauskommen. Wir sind ja wirklich in einem Gefängnis. Ja, was können wir machen? Also mal ganz ehrlich mit euch zu sein, irgendwie fällt mir hier gar nichts ein. Was könnten wir denn machen? Wir können eigentlich nur das Push und das Keke und den Keke da unten selber mitnehmen. Den Rest können wir nicht mitnehmen. Das geht nicht. Ich dachte erstmal, ich mache ja so Keke ist Wall. Und dann kann ich Keke ist Push machen. Dann push die Wall weg, die einfach nur Keke ist. Dann habe ich Win. Nee, das geht leider nicht. Ich komme hier wirklich nicht raus. Ich kann doch hiermit nichts machen. Auch wenn es resettet ist. Oder? Wall ist Stop. Und dann? Ich brauche ein Is. Und das Is da oben kriege ich nicht weg. Ne? Willst du, was ich meine? You know what I'm saying. Miau, miau, miau. Ich weiß nicht, wieso etwas Simples für mich so extrem schwer sein kann. Ich habe wirklich das Gefühl, that's it. Das ist ein unmögliches Level. So fühle ich mich, weil was kann ich machen? Ich habe diese beiden Wörter. Wenn ich noch ein Is hätte, könnte ich noch so viel mehr machen. Oder ein And oder irgendein Zwischending. Aber ich habe nichts. Hier kann ich nichts mitmachen. Ich kann hiermit gar nichts machen. Ich kann es hier nach unten schieben. Ich kann es nach oben schieben. Es ändert rein gar nichts. Ich kann damit nichts anfangen. Ich kann das hier zur Seite schieben, hin und her. Ganz toll. Hilft mir aber auch nicht. Ich kann Keke machen. Keke bin ich. Oder Baba is you, Keke is push. Aber ansonsten kann ich gar nichts machen. Ich kann den Baba is Keke machen. Da bin ich aber dead. Und das wollen wir nicht. Baba ist Push, bringt natürlich auch nichts. Na, das Einzige, wirklich das Einzige, was ich machen kann, ist Keke ist Push. Oder halt Baba ist Push und ich bin Keke, aber sonst kann ich nichts machen. Ich habe absolut keine Ahnung, das gebe ich auf. Ich habe... Ja, ich sage immer das Gleiche, ich weiß es nicht. Ich habe das Gefühl, kann man nichts machen. Okay, ich habe es jetzt mal nachgeschaut, aber jetzt mal ganz ehrlich. Ich finde, man hätte dem Spieler in jeder Welt ein neues Tutorial geben müssen, weil darauf wäre ich niemals gekommen. Also das war schon richtig, Keke ist Push, weil das ist wirklich das Einzige, was wir machen können. Ihr werdet es mir vielleicht nicht glauben, aber das ist wirklich die Solution und ich weiß wirklich nicht warum, weil das wirkt schon wie ein Glitch. Keke muss hier in die Ecke. Da machen wir ihn. Raus aus dem Push. Jetzt schieben wir das hier in ihn rein. Jetzt werden wir zu ihm und können das Is rausschieben. Und nicht nur das. Wir können jetzt auch auf der Wand, ne, weil the Wall ist kein Stop. Und können das können hier stuck werden, merke ich gerade, ne? Aber jetzt mal ohne Witz. Dass ich das hier machen kann, dass ich hier den spielen kann und dann nach unten gehen kann, das finde ich echt bescheuert. Darauf wäre ich wirklich, wie gesagt, niemals gekommen. Das finde ich einfach nur blöd. Das ist meine Meinung dazu. Das finde ich einfach nur dumm und blöd. Kein cooles Level. Und leider gibt es jetzt ein Verlies. Bei extra 5, was wahrscheinlich das gleiche Level ist. Nur noch schwerer. Moment, wir haben aber jetzt diesmal ein Is. Das kann doch dann nicht schwerer werden, oder? Ich meine, okay, wir können keinen Push mehr machen. Also Keke ist das... Ja, stuck. Für immer und ewig. Cool. Egal. Wall is... Keke ist Wall. Okay, das würde gehen. Hilft aber nicht. Wir könnten noch Keke ist Stop machen. Ganz toll. Ja, sonst sehe ich nichts.
Ich habe vergessen, dass ich das kann. Das gebe ich zu. Das habe ich vergessen. Ich kann beide sein. Und dann? Wow. Ich verstehe aber auch wirklich nicht genau, warum genau das funktioniert. Aber okay. Wir machen mal Wallace Win. Und damit sind wir durch. Also das Level mochte ich bisher, glaube ich, am wenigsten. Einfach weil ich das nicht wirklich klug fand. Das war einfach nur glitscht dich irgendwie rein und dann kannst du das rauskriegen. Wie seht ihr das? Seht ihr das ganz anders als ich? Ein Level machen wir noch. Den verdunstenden Fluss. Wird wahrscheinlich eine XXL-Folge. Aber was soll's. Okay, was haben wir? Wir haben Baba is You. Typisch. Flag is Win haben wir noch nicht. Water is Sink. Wall is Stop. Coke is Push and Melt. Skull is Defeat. Water is Hot. Also selbst wenn ich das hier mache, ist doch Water hot. Ändert aber nichts. Ach so, das Ding meldet aber, weil das Wasser hot ist. Aha. Nehmen wir das hier doch mal nach da drüben mit. Ich glaube, da drüben können wir damit mehr anfangen als hier. Und zwar könnten wir Water is Skull. Theoretisch könnten wir das machen, aber würde uns halt überhaupt nicht helfen. Deshalb lasse ich es mal. Oh, wir könnten das jetzt zu Water machen. Jetzt können wir es aber nicht mehr verschieben. Es kombiniert sich dann nur mit dem anderen Wasser. Okay. Ich kann den hier machen. Aber das hilft mir, glaube ich, nicht. Weil das Ding ist ja das Einzige, was ich... Also mein Plan ist ja... Also mein Ziel ist es ja... dieses Zahnrad übers Wasser zu kriegen, damit ich das dann, damit ich damit dann die Totenköpfe nach links schieben kann. Flag is Win und dann gehe ich nach rechts hier zur Flag durch. Das ist ja mein Plan, das ist ja mein Ziel, was ich tun soll. Wenn ich das Ding jetzt kaputt mache, dann habe ich ja trotzdem nichts durchzuschieben. Na? Weil die Wörter gehen zwar durch, aber schieben die nicht. Das Problem ist halt das Ding hier unten. Ich kann nur mit Water noch irgendwas verändern. Ich kann Baba is You is Water machen, glaube ich, oder? Oder is Sink? Is Water is Sink? Ich kann theoretisch Water is to Wall machen. Da haben wir eine große Wand. Und das war's. Könnte ich aber machen. Water is Defeat würde mir auch nicht helfen, weil dann sterben wir nur beide. Das hilft überhaupt nicht. Was ist, wenn ich es doppelt gemoppelt mache? Water... Ah, Moment. Water is... Water is hot. Water is hot. Ja, ganz wichtig, das ist hot. Heiß, heiß. Das kann ich theoretisch machen, würde aber überhaupt nicht helfen. Genauso wenig wie is Water. Jetzt kann ich nämlich gar nicht mehr gewinnen. Weil Water is Win wird niemals passieren hier. Das Einzige, was da oben passieren wird mit Win, ist halt wirklich Flag. Da kann ich, wie gesagt, nicht durch. Also ich bin hier wieder komplett stuck, ne? Ich wüsste gar nichts. Rein gar nichts. Ich möchte nicht ständig nachschauen, wie es gehen soll. Gleichzeitig möchte ich aber auch nicht eine Stunde an einem Level sitzen. Was ich leider im Moment tue. Ich lasse im Moment irgendwie gefühlt 15 Minuten pro Level. Weil ich nach 15 Minuten mir denke, ja komm, jetzt guck ich nach. Und das ist echt blöd. Also, bisher mein einziger Kritikpunkt bei dem Spiel. Ich habe zwei Kritikpunkte bisher an dem Spiel. Manche Rätsel finde ich dumm. Und manche Rätsel sind zu schwer. Wenn das hier irgendwie vorletzte Welt oder so wäre, und dann haben wir hier diese Difficulty. Okay. Das kann ich noch nachvollziehen. Aber das ist zweite Welt. Die erste Welt war auch nicht so einfach. Also.
Weiß ich nicht. Oder ich bin einfach nur komplett dumm. Und ihr erkennt sofort, was man tun muss. Weiß ich ja nicht. Ich kann die Musik auch langsam nicht mehr hören, ne? Jedes Level die gleiche Musik. Ich brauche wirklich eine neue Welt. Endlich, please. Jetzt passt auf, jetzt funktioniert das. Natürlich nicht. Ich gebe zu, das hier habe ich auch nachgeschaut. Aber jetzt können wir das Ding da durchschieben, wenn wir es so haben. Jetzt schieben wir es da hoch. Das ist noch nicht aktiv. Warum ist das noch nicht aktiv? Ist... Hm? Da wieder nachgucken. Yay. Oh, wow. Ich habe komplett die falschen Plan gehabt. Ich dachte, ich soll das hier so... Zack, eins noch da schieben. Nein, ich soll das in den einen Totenkopf reinschieben. Und dann Zahnrad zerstören lassen. Wenn ich es hinkriege, so. Und das war's. Also ja, die letzten paar Level haben mir hier überhaupt nicht gefallen. Aber trotzdem bleibt das Spiel ziemlich klug. Hawk ist husch. Ja, das haben wir leider sehr oft hier gehabt. Mit dem Ding, mit dem Zahnrad. Aber das war die zweite Welt und wir sind heute durch mit der Folge. Beim nächsten Mal kommt dann... Na, was dann kommt, das werden wir dann sehen.